Und willkommen zurück zu Minecraft Vanilla Kingdom. Ich bin immer noch am Logistik machen. Also, wieso immer noch? Nee, ich habe keinen Bock mehr auf der. In der Folge noch mehr Lagerlogistik zu machen. Ich habe ja darin keine Ausbildung. Gut, den Scheiß, den wir nicht mehr brauchen, tun wir irgendwo hin. Und. Und wegen unserer Schmelze. Wir könnten noch mal schlafen gehen. So. Gut, gehen wir in unserem neuen Zimmer schlafen, das überhaupt nicht bequem ist. Gemütlich. So. Kisten wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Wir könnten. Oder Nummer 4 schmelzen. Dann habe ich keine Kisten mehr. Ich google nicht, das dauert zu lange. Da mache ich wieder was anderes. Gehe ich runter und lass es checken. Den Turm, Brille weiter. Häuser, Tierfarm, Schmelz. Die Schmelzerei. Schmelz. Das ist eher so da weg. Hexenbrauhaus, Gemeinde, Schmiede. Terramorphing. Terramorphing. Nee, ich hab keinen. Dirt. Ich musste mir. Hab ich? Nein, hab ich nicht. Die Koordinaten von meinem allerersten Haus wollte ich mir mal aufschreiben. Dann brauche ich einen Bahnhof, einen Riesenbahnhof. Ich will den unterirdisch machen. Kann man das machen? Kann man das machen? Weiß ich nicht. Ich gucke mal. Ich nehme mir mal zwei Schienen. Und wenn das. Nee, so auf jeden Fall erstmal nicht. Wenn dann hier eine Weiche ist. Und dann geht's hier schon mal runter. Also, es müsste ja klappen. So in der Regel, ne? Ich überlege noch, wie man das hübscher machen kann. So dass hier jetzt nicht alle so in grässlich und hässlich gemacht wird. Ich laufe immer falsch. Das sind ja da meine ganzen Items. Und ich habe Hunger. Ich brauche Holz wieder. Ich brauche wieder Holz. Diese Platten könnte ich verwenden. Ah ne, wenn man die Schienen verwende ich nicht mehr. Ein Glas? Oder das ist da. Ey, wie viele verschiedene Holzsorten habe ich denn bitte? Ganz viel von diesen Dingern. Jawohl. Warte mal, das ist. Was ist das für ein Holz? Das ist das mittlere Spruce Wood, ne? Was ist das Dark Oak? Deswegen zu hoch. Vielleicht eins tiefer. Ich überlege gerade. Soll ich das so machen einfach? Ich bin ins Loch gefallen. Nee, noch eins weiter raus. So, dann kommt das weg. So. Ist da immer noch drauf? Hä? Suchst du da? Und du da? Weg. Das ist eigentlich wie dafür geschaffen. Ob das so sein soll.
Aber nicht wirklich, ne? Vielleicht kann ich daraus ja irgendwie so einen hübschen Baum machen, der da so hoch empor geht. Ja, mal gucken. Wenn da der Schalter hin muss, habe ich jetzt aber gut verkackt. Wie mache ich das jetzt? Da sollte der Schalter hin. Habe ich Schalter? Habe ich Schalter? Habe ich bestimmt nicht. Das ist alles viel zu eng hier, Mensch. Wie will ich denn das bitte anders machen? Dass das so zusammengeht. Oder ich mache das halt ganz woanders hin. Ja, ich mach's ganz woanders hin wahrscheinlich. Toll. Ich weiß nicht, darf's wieder abbauen. Yay. Ist doch genau das, was wir wollten. Meine Axt einfach nur verschwenden. Wir sind so eine Scheiße und wir haben 6 Minuten einfach nichts gemacht. Das regt mich irgendwie auf. Aber egal. Es ist ja nicht unsere Schuld. Im Großen und Ganzen eigentlich doch. Eigentlich nichts anderes als unsere Schuld. Aber ich wollte halt, ja, dass man es umschalten kann, dass man entweder so Klick in die Mine oder Klick zum Hauptbahnhof. Oder ich weiß noch nicht, wie ich das Ding nenne. Zum unterirdischen Megabahnhof. Das schließe ich jetzt einfach nur so zu. Dann habe ich mir Blöcke gespart und bin toll. Ah, ich habe noch zum Glück Clean Stones. Oh, ich habe Kopfschmerzen. Wir haben jetzt gerade 2 Uhr nachts. Wie kann ich das machen, dass es tun ist? Nee. Auch so wie da, halt so. Was in die Richtung? So, zack. Nee. Was machst du? Hey. Schlimm. Schlimm, schlimm. So ungefähr. Bloß ab hier geht es dann schon runter. So zack, 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 zack. Danach, Axt. Da. Zack, zack, zack. Ja, so, ja, ist richtig. Ja, die Ecken sollten ab, weil wenn man um die Ecke fährt, dann kommt da so ein hässlicher Fehler. Und das wollen wir natürlich nicht. Und wir machen auch einfach so ein fettes Loch hier rein, als ob das weggesprengt ist und dann schaut es voll cool aus und dann spawnen hier 1000 Mobs und dann ist alles kaputt. Ah, mit Fußpinte ein. Unangenehm. So. Brauche ich aber sau viel Gold. Kann ja zugehen, oder? Ja, kann's. Warte mal, da kann ich das ja mit Pistons machen. Ah, oder? Dahinter sollte klappen. Ich brauch Slimeballs.
Dann dahinter sind Pistons, die das Zeug hier rausschieben und per Knopfdruck sollte ich das dann umschalten können. Ich besorge mir Sticky Pistons. Also die müssen sticky sein. Habe ich Schleim hier? Schleim, 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 Schleim. Redstone habe ich doch auch nicht, oder? Doch, ich habe zum Glück Redstone. Redstone und Glowstone. Okay, das schreiben wir auch. Mit hier drauf. Untergrund. Ah, kein Bock, das da hinzuschreiben. Also nochmal alle drei. Deswegen. Geh einmal. Bahnsteig. Geh einmal Bahnsteig. Nein. Oder Pisten, Bahnsteig. Gut, Pisten, Bahnsteig. Okay, ja, im Größten und Ganzen. Kein Plan. Erstmal so also muss ich dieses Digi Pistons machen. Dazu brauche ich natürlich. Ich schlafe mich erstmal aus. Geht es schon? Nein, geht noch nicht. Och man. Ich möchte schlafen, weil sonst ist die Zeit wieder verstrichen. Ich habe wieder nichts erreicht. Auf jeden Fall, ich will das Ding noch so bis nach da machen, dass es hier noch so ein bisschen rüberragt, eventuell. Und dass der Turm da durchgeht und da oben vielleicht nochmal ein paar Hütten auf dem Berg und dann vielleicht so eine Leiter oder irgendwie sowas runter. Gut, kann ich jetzt schlafen? Ja, dankeschön. Ich will noch. Wenn ich das. Mal gucken, ob ich. Wie lange ich wieder aufnehme. Weil eigentlich. Ich habe zwei Ferien, muss jetzt aber 5 Tage hintereinander arbeiten und es keine chilligen Schichten. Nein, die sind so von 15 bis 0, dann noch von 16 bis 1 Uhr und dann die Schicht, dann noch eine Nachtschicht, danach nochmal eine Nachtschicht, sodass ich eigentlich den ganzen Tag eigentlich nur am Arsch bin und müde und richtig kaputt, dass ich danach nicht mehr lernen kann und davor auch nicht mehr lernen will. Laufe ich gerade richtig? Ja, ich hoffe es mal. Und aber ich nach diesen Ferien, die ich vorübergehend, also solange die Ferien sind, wirklich eigentlich nur durcharbeite, habe ich keine Zeit zum Lernen. Und danach habe ich ein bisschen Stress. Wo bin ich hier zur Hölle? Ich glaube, hier bin ich ja noch nie entlang gelaufen. Und mit bisschen Stress meine ich, ich habe dann da in dem Fach da ein Fachreferat, da schon eine Klausur, dort noch eine große Klausur, da eine praktische Arbeit, da eine Klausur und das ist halt alles so auf einmal und dann denke ich mir so, fickt euch einfach. Da fangen ja, ach ja stimmt, die mündliche Prüfungen fangen dann an und dann ist alles so hintereinander, da habe ich einfach nur so 2 Tage dafür Zeit, einen Tag dafür Zeit, dann nochmal 2 Tage dafür Zeit, weil jetzt kann ich alles nicht vorbereiten, ne? Weil ich jetzt eigentlich nur noch arbeite. Was beschwere ich mich eigentlich? Ich nehme hier gerade YouTube auf. Wo zur Hölle bin ich? Warum ist hier eine Weide? Bin ich überhaupt in die richtige Richtung? Ja. Mein Gehirn funktioniert nicht. Ich bin viel zu müde. Ah ja, mein Hexenhaus. Das hässliche Ding. Wow. Ich bin so gegen Boden aufgeprallt, dann wieder hochgesprungen und dann mich haben bekommen. Ich bin noch nie im Wasser gegen den Boden aufgeknallt. Vor allem bei so 4 Blöcke Höhe. Unlogisch. Vor allem dann wieder aufgetopst. Ist auch nicht gerade logisch. So, mein hässliches Haus. Mit dem geheimen Unterwassereingang. Hier brennt Glas. Warum nicht, ne? Was habe ich hier noch für Zeug drin? Noch mehr Glas. Ich nehme mal eigentlich alles mit, ne? Ich mache dann von hier aus auch ein Bahnhof-Dings. Bisschen Holz nehme ich mal mit, ne? Kann man immer wieder gebrauchen. Eine Falltür, Sand. Clean Stone habe ich ja zum Glück dabei.
Ah, ich brauche ja Sticky Pistons, nicht, dass ich es vergesse. Gut, dann habe ich noch irgendwie Sachen wichtige. So. Hätte mir Weizen mitnehmen können und die Tiere dann füttern. Gut. Das sind auch so To-Do-Listen-Dinge. Oh, da habe ich. Nee, nicht rohes Fleisch. Das brauche ich. Dich brauche ich ganz dringend. Ja, toll, jetzt kann ich eigentlich wieder zurück, ne? Im Großen und Ganzen war es das auch schon wieder. Ja, eigentlich schon. Ich tue mal Andeside weg. Hole mir dafür. Na, Melonen. Tue die nicht zurückmachen, weil irgendwie klappt das nicht. Die Kühe lasse ich erstmal in Ruhe und kann jetzt eigentlich im Großen und Ganzen wieder zurück. Ich könnte ja hier auch sowas wie einen Bahnhof machen. Dass ich dann einfach geradeaus nach da. Falls ich. Nee, ich gehe da auf Festland. Auf Festland ist mir, glaube ich, lieber als auf dieser halben Wassereinöde. Ja, dann. Zack, zack. Dann kriege ich auch gleichzeitig ein bisschen Erde. Und grab mich einfach jetzt mal. Nicht geradeaus. Oder. Glas. Hey, komm her. Das heißt auch dumm von mir. Ah, das ist alles dumm von mir. Wo ist jetzt meine Spitze? Ach, da. Das hatte ich ja schon ausgerüstet. So, die Untergrund-U-Bahn habe ich. Ich habe ja sogar noch Fackeln, krass. Die wird dann mit Glowstones und so ausgeschmückt. Eventuell sogar mit Fackeln. Ja, mal gucken, wie ich das mache. Und ich werde das auch größtenteils mit Sand ausschmücken und die Folge ist zu Ende, tja. Tja, das ist schon länger mehr als übergezogen. Nee, über. Ja, egal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.